Ja, hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Janos Titelbank und seiner fröhlichen Bastelstunde Spur TT. Um was geht's heute? Ganz kurz, dieses Schmuckstück habe ich jetzt ausgerüstet mit Sounddecoder. Darum geht's. Das zeige ich euch, wie ich das gemacht habe. Dann anschließend werden wir einen kurzen Ausblick ins Funktionsmapping machen. Aber das wirklich nur kurz, weil darüber will ich dann ein komplettes Video machen oder ich erkläre euch, warum ich da Funktionsmapping dann anwenden muss. Und versprochen, das übernächste Video ist dann reinweg nur über den Training-Programmer für das Funktionsmapping von dieser Lokomotive. Die werden wir diesmal als Beispiel nehmen, weil bei der 132er oder 131er war das von Rocco. Ja, naja, jedenfalls die letzte Lok, was wir im letzten Teil behandelt haben, da hatten wir ja das Funktionsmapping nur gestrichen und darüber will ich halt ein extra Video machen. Das machen wir noch, versprochen. Als Anhängsel zeige ich euch praktisch den Umbau dieser Lok. Dann werde ich euch ein paar Bilder zeigen von den Baufortschritten am Bergsee oben. Da bin ich jetzt am Industriegebiet dran. Ja, da habe ich mir von Auhagen hier die Fabrik geholt. So sieht die dann aus. Wird natürlich noch ein bisschen gealtert und umgebaut, umgebaut. Aber ein bisschen modifiziert. Nennen wir es mal so. Dann habe ich da oben eine Laderampe gebaut, rein weg aus Holz. Ja. Da habe ich von meinem Schwiegervater zum Beispiel sowas hier geerbt. Oder dann so Kanthölzer. Und die Kanthölzer, die Bretter nicht, aber die Kanthölzer haben verschiedene Stärken. Die Bretter habe ich als Bohlenbretter genommen für den Boden von der Laderampe und ja, mit den Kanthölzern habe ich die Stützen und sowas gebaut. Die Dachkonstruktion wird jetzt noch fertig gemacht. Ja, da nehme ich euch mit, zeige ich euch immer mal ein paar Bilder vom Fortschritt. Die Fabrik bin ich gerade dabei zusammenzubauen und die kommt dann mit da hoch. Dann wird da rundherum noch gestaltet und wie gesagt, das hatte ich glaube ich schon mal gesagt, zu den Kleinkraben. So Ladegut und Fässer und was weiß ich, was so alles so rumsteht an so einer Fabrik und sowas. Ich mache jetzt erstmal landschaftlich, grasmäßig, baummäßig, gebäudemäßig das alles fertig und der ganze Kleingraben, Schilder und alles sowas, das kommt dann immer nach und nach immer mehr dazu. Aber also den Kleingraben, das Filigrane, das Kleine, das will ich wirklich erst machen, wenn Anführungsstrichen das Grobe steht. So, das ist so meine Intention, wie es dann weitergehen soll. Also ein bisschen Dampffahrt, wie gesagt. Heute ist der Vatertag und wandern tue ich persönlich schon lange nicht mehr. Aber andere Leute würden das gerne machen und können es vielleicht nicht wegen dem großen See. Und deswegen schauen wir uns heute ein bisschen Dampfbahn an. Also ich wünsche euch noch ein bisschen Spaß bei der ganzen Angelegenheit. Würde mich freuen, wenn ihr wieder zuschaltet. Wenn es das nächste Mal wieder heißt, herzlich willkommen zu Werners TT-Bahn. Bis dann, tschüss! So, und nun der praktische Teil. Noch mal ganz kurz hier ein bisschen korrigieren. So. Da ist das gute Stück. Wie man sehen kann, schon mit etwas gealtertem Dach. Das habe ich gemacht. Die gibt es allerdings auch schon mit gealtertem Dach. Zwar nicht direkt von Pico, glaube ich, aber bei Riva gab es die mal. So, also jetzt wollen wir mal sehen, was wir hier tun können für dieses Modell. Wie man deutlich sehen kann, der Original oder ein originaler Pico-Decoder. 54 oder 52, 400,
2. Nichts Verkehrtes sagen. Nicht, dass hier Beschwerden kommen. 56, 402. Ja, ja, fast getroffen. So, das wäre das. Also, wie gesagt, die Platine entspricht eigentlich, oder der Aufbau hier drin entspricht eigentlich im Großen und Ganzen dem Aufbau in der vierachsigen. So, wie gesagt, ich möchte ja jetzt hier dran löten. Eigentlich müsste ich jetzt den Baustein nicht entfernen, weil ich löte ja nicht direkt an der Platine. Aber was halt wichtig ist, ist wieder das berühmt-berüchtigte Armband, welches wir natürlich nutzen werden. Kabel. So. Wie gesagt, Werkbau geerdet, ich geerdet. Und die Welt vollkommen in Ordnung. So, jetzt Punkt 1. Entwirren der Stromleitungen. Hin. Ja, das Loch für die Kabeldurchführung ist hier vorgesehen, wo auch vorgesehen ist, ein Kondensator einzubauen. Ja, soweit bin ich mit meiner Angelegenheit noch nicht. Kondensatoren kommen bestimmt später irgendwann, aber damit muss ich mich auch noch genauer befassen. Jetzt kommt erst einmal dieses Soundmodul. So es denn möchte, möge, mögen, möge. So, das haben wir auch. Wie gesagt, besagter Lautsprecher, wie im letzten Video, nichts anderes. Soundmodul, doppelseitiger Klebestreifen. Jetzt kann die Verpackung erstmal kurz beiseite. Lokomotiven beiseite. Jetzt nehmen wir wieder die beiden Kabel, führen diese durch die Platine, durch das vorgesehene Loch. Ziehen die so weit wie es geht durch. Hat man es dann leichter mit dem Löten. Zurückziehen kann man es dann ja immer noch. So. Jetzt hat man die beiden Kabel. Jetzt hat man hier den Lautsprecher. Wie gesagt, mein berühmt-berüchtigtes Lötfett. Eieiei. Gerade machen. So. Reinigen der Lötspitze. Jawohl, tippitoppi, sieht ja aus wie neu. Ganz klein wenig Lötzinn. Dann nimmt man dieses Miniaturkabel, den Lautsprecher so hindrehen. Kann man das alles sehen? Jawohl. Das kann man auch sehen.
die Kabel ein bisschen nach innen zeigen lassen. Das hat was damit zu tun, dass die Kabelführung für den Lautsprecher ziemlich mittig liegt. Und wenn man die nach außen macht, hat man da Probleme mit der Führung der Kabel. Und das waren jetzt eigentlich vom Prinzip her schon alle Lötarbeiten, die durchgeführt werden müssen. Mehr ist es nicht. Jetzt nimmt man den Decoder, zieht den hier wieder ein bisschen durch, hat den Lautsprecher und fügt den hier unten ein oder führt den hier unten ein oder setzt den hier unten ein, wie auch immer man das bezeichnen möchte. Die Kabel etwas hier rüber, wie gesagt, das ist mittig. Nochmal. Und dann kann man den Lautsprecher vorsichtig, dass man nicht in die Membrane rutscht, schön hier eindrücken. Der passt da wirklich saugend rein. Die Kabel sind noch dran, jawohl. Die werden jetzt hier durchgeführt. Und dann sieht das doch schon mal gut aus. Jetzt zieht man die Motor. Kabel wieder hier ein bisschen durch, dass das wieder passt. Und so kann man die Platine wieder einsetzen. Und nach dem Einsetzen der Platine wird die Susi verbunden, die anderen Kabel wieder da an Ort und Stelle verbracht. Und schon ist man mit dem Einbau des Soundmoduls soweit durch. Also kommen jetzt erstmal die drei Schrauben wieder hin, wo sie hingehören. Sitzt alles hervorragend. So, das hätten wir jetzt soweit. Jetzt kommt die Susi-Schnittstelle. Die wird jetzt angeschlossen. Den Baustein hinmacht. Normalerweise kommt er hierher. Da ja hier drüben der Kondensator hinkäme. Ach nee, wir setzen den auf die Seite, wo er hingehört oder wo er hin soll, von Werk aus her gesehen. Also kommt er doch auf diese Seite. Weil wenn ich doch mal irgendwann den Kondensator oder Kondensatorbaustein nachrüste, dass wir da auf der sicheren Seite sind.
Nun ist sie wieder zusammen. Alles eingebaut, geschaut, gemacht, getan. Und jetzt sehen wir uns gleich am Programmiergleis wieder. Bis dann. Tschüss. Ja, nur mal ganz kurz, um euch zu demonstrieren, wo das Problem jetzt mit den Funktionstasten liegt. Ich blende das dann nachher sowieso nochmal ein über Bildschirm, dass ihr das genau seht. Also jetzt mit der F1-Taste schaltet man ja in Fahrtrichtung die Zugschluss, also entgegengesetzter Fahrtrichtung. Also die Fahrtrichtung ist jetzt in diese Richtung und ich möchte jetzt diese Zugschlussleuchte einschalten. Das mache ich mit der F1-Taste und da haben wir das erste Problem. Jetzt ist das Licht an. Aber wie man hören kann, geht mit der F1-Taste auch einher, dass das Motorengeräusch angeht. Mache ich das Licht wieder aus, ist das Motorengeräusch aus. Und wenn ich dasselbe mit der F2-Taste mache, das wäre dann in die andere Richtung, dann drehen wir die ganze Sache mal. Kleinen Moment. Schwubbidiwupp. So. Wenn ich das anmache, was passiert? Das Signalhorn wird betätigt. Also komplett und total fehl am Platz die ganze Angelegenheit. Und darum müssen wir uns kümmern im Funktionsmapping. Also bis dann.
So, mal ganz kurz die Baustelle. So sieht das aus. Ihr seht, die Dachkonstruktion habe ich soweit fertig. Das heißt, die Stützen halt. Das ist die Schablone dafür. Ja, mal sehen.